Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von vom Dyson Sphere Program. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, getreu dem Motto, wir wollen das hier gemäß der Längen und Breiten gerade hier mal besser aufbauen, würde ich sagen, das machen wir auch direkt dann hier bei der ersten Fabrik sofort dann mal in die Tat umsetzen, was der Onkel gerade noch erzählt hat. Das heißt, wir gehen jetzt hier für die weiteren Fertigungsausbauten entsprechend so rum vor, dass wir das hier jetzt lang bauen. Und dann können wir nämlich den hier... Der hat sehr merkwürdige Kollisionsboxen. Dahin bauen. Und das fertige Zeug da eingliedern. Und schon haben wir hier eine Möglichkeit, das immer weiter zu erweitern, ohne dass wir Schmerzen bekommen. Auch so richtig körperliche Schmerzen dann, ne? Weil das so gefummelt ist. Ihr kennt das vielleicht vom Zugucken. Ich kenne es dann ausnahmsweise auch mal beim Spielen selber. So. Und zwar geht hier rein das Wasser und das. Das geht raus. Gut. Öl fehlt. Öl fehlt. Weg. Weg. Wie blöd von mir. So, nochmal Öl. Gut, dann hätten wir das erweitert. Theoretisch könnte man das dann so verwenden. Und das Fertige wird dann auch hier rauslaufen und könnte dann hier weiterverwendet werden. Aber wir wollten ja eine neue Fertigung hier bauen. Und zwar, genau, wir wollten hier die Dinger bauen. Ich überlege jetzt echt, ob wir ganz dekadent noch einen weiteren Turm hier hinbauen einfach. Weil hier hinten raus werden wir auch noch weitere Sachen bauen müssen. Andererseits ist ja nur hier das, ne? Werden wir die Graphenfertigung noch erweitern? Vielleicht, ne? Und die sollten wir auch dann... Weißt du was, komm. Ich bin dieses Gefummel, ne? Das bin ich jetzt leid. Merkt man vielleicht. So. Alrighty. Also. Hier machen wir Folgendes. Hier kommt ein... Dingsi-Bumsi hin. Dingsi-Bumsi ist auch ein wunderbarer Name, ein technischer Begriff. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Also wenn ihr schon immer mal wissen wollt, wie das Ding richtig heißt, das heißt Dingsi-Bumsi. Super, Garol. Ganz, ganz toll. Das ist ja wieder... Sind wir wieder genau auf der Falte. Genau das, was wir eben jetzt hiermit verhindern wollten. Warum geht denn das nicht? Das ist ernsthaft. Das ist genau hier auf der Falte. Mann! Was machen wir denn da? Kriegen wir es denn vor der Falte weg? Ja, ne? Aber dann kriegen wir es nicht raus. Na, so kriegen wir es raus.
Okay. Na gut. So, dann hätten wir hier. Das müssten wir dann auch nochmal splitten. Nee, das wird nicht eins vorher gehen, ne? La 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 la. Das ist das Schöne bei den Splittern, dann kann man halt auch auf Priorität setzen. Also was soll mit der Prio rein oder rauslaufen? So, und dann hätten wir hier den Kollegen. Oh, uns geht die Energie aus. Schon mal die Nummer rein. Ah, die halten ja auch nichts, ne? So. Lieber ein paar Mal zu oft das umbauen und dann einmal vernünftig haben, als dass wir demnächst dann hier wieder Chaos haben. Alright, so. Chemiefabrik. Oder Chemiefabrik. Du stellst die Platten her. Und du brauchst dafür das. Und hier liefern wir das Fertige aus. Geht doch. Gut. Also, dann noch verbinden. Rein. Und raus. Und rein. Funktioniert. Das kann man jetzt beliebig auf diesem Längen- und Breitengrad erweitern und deswegen ist das cool. Seht ihr? Kein Drama mehr. Kein über diese Nüppel drüber bauen. Ist auch ein kleiner Tipp vom Zuschauer, aber ich bin auch schon selber drauf gekommen. Aber trotzdem, honor to whom honor is due. Bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal sagt, dass es von den Zuschauern kommt. Sehr selten, dass Zuschauer recht haben, aber in dem Fall ist halt so. Gut. Läuft, läuft, läuft. Damit läuft das wieder. Dann habe ich jetzt eigentlich nochmal Landaufschüttung hier in der Tasche. Hm, ganz schön viel. Holen wir gleich nochmal neu. Hm. Dann wollten wir jetzt mit Hilfe jetzt haben wir natürlich was? Nee, die. Auf engstem Raume kommen wir dann hier wieder rum. Weil engster Raum haben wir ja auch tolle Erfahrungen mitgemacht in letzter Zeit. So, wir brauchen dann wieder das hier. Da lassen wir mal einen Platz. Dann geht's hier runter. Entschuldigung. Und dann brauchen wir angeblich die Fabrik. Und da stellen wir her die. Dafür brauchen wir das Sulfuric Acid. Wir brauchen Stahl und wir brauchen Titanium. Holen wir das jetzt mit dem Turm oder holen wir uns einen anderen Turm? Wir machen uns einen zweiten Turm, komm. Wir machen uns einen zweiten Turm. Dann liefert der Turm nur Sachen ab und der andere liefert an. Also wir können eigentlich so viele Türme setzen, wie wir wollen, ne? Theoretisch. Vor nochmal ein. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viel. Wie viele von diesen Fabriken brauchen wir? Oder wir setzen den Turm auf die andere Seite.
natürlich auch. Folgende Idee. Wir nehmen den Turm, hoch. Jetzt müssen natürlich dann irgendwie die Stahlbarren in den Turm einführen. In hinreichender Menge. Na, mal gucken. So, wir wollen dann... Sollten wir den so nachstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir wollen hier noch ein bisschen Platz haben, oder? Weil wir hier auch mit dem Band nicht sonst rauskommen, oder? Naja, wir lassen uns nochmal mehr Platz. So. Okay. Wir hätten gerne Titanium, das dürfte dann sofort kommen. Nee, das kommt nicht, weil wir keine Mini-Dinger auf dem... Wir haben keine Mini-Drohnen auf dem einen Turm drauf. Wir können da hier Drohnen reinpacken. Wir können die zumindest schon mal holen. Demand. So. Was brauchen wir denn mehr? Alles gleich. Okay. Dann. Titanium. Und Stahl. So. Dann wäre jetzt die Frage zu klären. Aha, kein Strom. Ich kann schon fragen, warum da sich nichts tut. Er lädt auf. Das ist so bescheuert. Okay, Garderol, verwirrt oder so. Gut. Dann müssen wir jetzt die Versorgung herstellen. Und zwar indem wir in dem Interstellar haben wir hier Local Supply stehen, aber haben wir keine Drohnen drin. Das machen wir mal. Und schon wird er auch lokal transportiert. So, und dann wäre noch die Frage, ob wir hier noch Stahl ins System packen. In den Turm ist ja noch ein Slot frei, der allerdings ein Ausgangsslot sein sollte. Wie sieht's denn hier aus in Sachen Erz? Gut sieht's hier aus. Pass auf, dann habe ich folgende Idee für dich. Wir nehmen mal einfach hier so ein paar Bodenplatten erstmal mit, bevor ich das wieder vergesse. Müssen wir sowieso mal gucken, die werden wahrscheinlich leer laufen, so langsam, weil da oben der Steinvorrat zu Ende ist. Und dann machen wir, was wir am liebsten können. Wir bauen einen neuen Turm. Dafür brauchen wir Titanium, Stahlbarren und wieder von den Teilen, die wir jetzt extra dafür hier herstellen. So. Und wir brauchen noch mal ein paar kleine Flitzer. 100 Stück, wow. So, dann brauchen wir Stahl. Und wir brauchen Titanplatten. Was ist denn hier los? Okay. Die Mine ist bald ganz erschöpft. So. Dann bauen wir noch mal ein paar Türme.
So, und dann wäre folgende Idee. Dass wir hier je nach Bedarf ach, hier war irgendwo der Knick drin, ne? Ja, irgendwo kommt hier der Knick. So, je nach Bedarf werden also jetzt hier weitere Platten hergestellt. Oder war der Knick hier schon? Keine Ahnung. So. Und so und so und so. Und da wir dann davon eh zu viel haben, könnten wir hier mit einem Teil Stahlplatten herstellen. Mal gucken. Ich mag ja dieses übergreifende System immer so gerne. Wahrscheinlich gerade im Moment nicht die beste Idee. Aber dann wäre das hier nochmal so ein Eisenzentrum-Kontroll-Hub-Dingen. Können nicht so nah nebeneinander stehen, diese Türme. Machen wir mal so. Und dann haben wir hier das Stahlrezept. Und hier sagen wir Stahl Supply. Dann nehmen wir mal 15 Drohnen. Ja. Es ist nicht unbedingt so, wie ich mir das letztlich vorgestellt habe hier mit dem. Aber dann haben wir hier so ein kleines Logistik-Hub-Zentrum gebaut. Und können dann hier wunderbar alles skalieren, was wir dann irgendwann nochmal brauchen könnten. Also wenn wir jetzt noch mehr, also Erz wird ja wohl immer genug da sein. Und da läuft hier die Stahlfertigung. Eventuell ein bisschen sehr langsam, wenn du mich fragst. Das heißt, hier sollten wir hier nochmal ein paar bauen. Na und guck, schon stapelt sich's hier wieder. Wir haben übrigens noch keinen Einkaufsladen für die. Wir haben keinen Einkaufsladen für die für die Schaltkreisplatinen hier. Das soll immer aus den Fabriken rausklauen. Eigentlich wollten wir uns um das Energieproblem kümmern, ne? Aber wir sind ja von der Hölzchen auf Stöckchen gekommen. So ist das hier manchmal.
Achso, unser eigenes Energieproblem sollen wir auch mal lösen. Ja, dafür haben wir eigentlich die Dinger hier gebaut, um die demnächst in Energie-Coils umzuwandeln. Ich habe jetzt wirklich nichts mehr, was mir Energie gibt. So, müssen wir mal einen Aufladeturm hier hinstellen. Ah, ich kann ja nicht mehr, ich habe keine Energie mehr. Ja, das ist eine blöde Idee. Da müssen wir mal kurz hier vorne Energie mopsen. Öl können wir auch verbrennen. Was ist der eigentlich für ein Problem? Ach, zu wenig Rohöl, okay. So, packen wir mal rein. Geht natürlich schnell leer. Da müssen wir gleich nochmal diese Graphenstäbe oder wie immer die Dinge heißen nehmen. Können wir ja nochmal hier vom Förderband mopsen. Ja, aber ihr seht, modulare Produktion funktioniert und ich glaube, was man sehen kann, ist mit diesen Robotern und diesen Türmen. Ich glaube, wir haben uns das auch jetzt ein bisschen zu einfach gemacht, dadurch, dass wir jetzt immer diese Türme verwenden können. Oh. Die Jauer ist, das gleich auch ausgehen. Aber wir haben so viele Sachen, die gleich ausgehen, ey. Mal gucken. Okay, auf jeden Fall, Startproduktion sollte dann gleich hier auch noch ein bisschen zügiger laufen. Die läuft echt ein bisschen langsam, ne? Ich denke mal, da werden wir auch viel größere Mengen demnächst noch brauchen. Gut, wir schauen mal, ob dann schon die ersten Sachen hier hinten laufen. Und wenn das so ist, dann klopfen wir uns auf die Schulter und haben ein schönes rundes Ende für diese 31. Folge. Gucken mal. Ja, hier. Warum? Ah, jetzt kommt der erste Schlag geflogen. Okay. Ja, die Drohnen sind noch ein bisschen langsam. Die müssten wir dann weiter erforschen, dass die noch schneller werden. Und dann können wir theoretisch das Fertige, ich weiß gar nicht, ob wir das noch für weitere Sachen brauchen, aber das fertige Produkt könnten wir dann auch in den Turm wieder reinfriemeln eigentlich. Mit Zwischenlager natürlich. Machen wir das hier wieder so wie bei allen Zwischenlagern? Könnten wir nicht machen, ne? Warte mal, wer das noch? Dann kommt hier ein Lager hin. So. Dann kommen die fertigen Sachen da rein. Und wenn das dann voll ist, dann wird abtransportiert demnächst. Jetzt muss ja erstmal überhaupt was laufen. So, da kommen die ersten Stahlbarren. Sehr gut. Das heißt, wir haben die Fertigung von diesem Bestandbau-Grundsatzteil gebaut. Und das alles, um die Teile bauen zu können. Genau. Da müssten wir auch nochmal... Ja, wir müssen das dem Logistiksystem zur Verfügung stellen. Das heißt, das machen wir nochmal eben schnell. Hier... kommen dann die fertigen. Die kommen dann hier an.
Was haben wir jetzt gemacht? Ist doch falsch. Ja, noch einen höher, bitte. Warum zieht er jetzt da die Kurve? Ach so, weil er daneben war, okay. Dann hier runter. Und dann wäre das hier quasi ein Supply-Produkt. Wo wir dann sagen, okay, wir wollen 200 erstmal auf Lager haben, damit auch dieses Lager zum händischen Zugriff voll wird. Wollten das. Das jetzt aber geht. Ja. Spaghetti! Lecker! Was ist hier los? Sulfuric Acid fehlt. Ja, das fehlt wahrscheinlich deshalb, weil wir hier keinen Greifer hingemacht haben, ne? Wäre das möglich? So. Dann den hier raus. Dann den hier rein. Ist natürlich blöd, weil jetzt hier dieser Strompol im Weg ist. Außerdem ist das auch falsch. Das kann man noch besser machen. Und zwar so. So. Dann muss es durch das Lager laufen, sozusagen, weißt du? So. Dann soll er zweimal volllaufen. Dann kann man das hier noch ein bisschen erweitern, weil ich denke mal, den werden wir relativ viel von brauchen. So. So. Und dann. Rein. Rein. Raus. Aus. Rein. 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 Gut. Ob das funktioniert und dann, wie wir das dann weiterverarbeiten zu Strom, denn das ist ja das eigentliche Thema, weil wir kommen hier immer weiter, wir sind aber nur bei 50%, das dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.